Jo Leute, herzlich willkommen zum Silvesterkanal. Ich stelle euch heute eine Einkaufsliste für Aldi Süd vor, und zwar eine für 50 Euro und dann auch direkt noch eine für 100 Euro. Da ist der Unterschied nämlich gar nicht mal so groß, wie man eigentlich denkt. Die Idee mit der Einkaufsliste hatte ich übrigens nicht selber, sondern die habe ich, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal beim Mr. Pyro Manager gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich würde sagen, legen wir direkt los und ich stelle euch meine 50 Euro Einkaufsliste für Aldi Süd erstmal vor. Wie gesagt, die für 100 kommt dann gleich. Wir legen direkt los mit der ersten Batterie, und zwar kaufen wir uns zweimal die Artus, das ist die ehemalige Reno hier im Aldi Süd. Das ist die Batterie, die wir hier unten sehen, absoluter Klassiker die Reno. Für 2,99 Euro nehmen wir die nämlich auch direkt zweimal mit, das heißt hier oben kaufen wir die direkt zweimal, wie ihr hier sehen könnt. Dann kaufen wir uns einmal die Merlin, das ist die ehemalige Palermo, richtig, richtig coole Fontäne für 2,99 Euro mit sehr starkem Crackling und auch wirklich einer guten Steighöhe bzw. Auswurfhöhe. Weiter geht's, da kaufen wir das ehemalige Rio, heutzutage heißt das ja Lancelot, das ist dieses richtig schöne, dicke Made in Germany Raketensortiment, wo man wirklich noch gute Raketen bekommt. Die Kugelbomben bzw. die Bombetten, die da drin sind, kommen zwar aus China, aber dafür werden die Raketen in Deutschland wenigstens zusammengebaut und haben auch eine sehr gute Verarbeitung. Gefallen mir sehr gut. Da hat man noch was Ordentliches in der Hand, aber man zahlt natürlich auch 1 Euro pro Rakete. Dafür, wie gesagt, sehr, sehr gute Raketen. Die nehmen wir, wie gesagt, einmal mit. Dann haben wir ja schon die Raketen geklärt, dann geht es weiter mit den Knallern. Da kaufen wir uns das ehemalige Hunan, heutzutage Big Bang, für 1,99 Euro. Das haben wir hier unten. Immer noch ein relativ günstiges und für den Preis auch sehr gutes Böller-Sortiment. Es handelt sich natürlich um billige China-Böller, aber ich denke mal, wenn man in den Discountern einkauft, dann kann man da jetzt keine Funkelqualität erwarten. Deswegen nehmen wir das Sortiment einmal mit und dann direkt hier drüber kaufen wir uns auch die Kubis von Weco, die Thunder Cube. 6 Stück sind da in einer Packung für 1,99 €. Hat man da dann auch nochmal gut verarbeitete Böller, die richtig viel Pulver auch drin haben, als Ausgleich sozusagen zu den billigen Böllern im Big Bang Sortiment. Dann kaufen wir außerdem auch noch ein Leuchtsortiment, und zwar habe ich mich jetzt hier für das Art of Light entschieden. Man kann aber genauso auch das Braveheart kaufen für 6,99 Euro, das ist hier oben. Aber wir kaufen, wie gesagt, jetzt hier für 9,99 Euro das Art of Light. Da sind auch 3 kleine Batterien dabei, die wirklich auch mir immer ganz gut gefallen an Silvester. Das Set ist jetzt natürlich nichts wirklich, was sich wirklich gut für 0 Uhr eignet. Aber für kurz vorher ist es wirklich noch ein schönes Sortiment. Und dann kauft man natürlich, wir waren ja hier schon bei 0 Uhr, für 8,99 Euro die Wolfblood. Für die habe ich mich jetzt auf jeden Fall entschieden. Das ist ja die ehemalige Toronto, wenn ich nicht falsch liege. Hier liegt die. Im Prinzip kann man jetzt hier noch einige andere Batterien kaufen, die auch so um den Preis 9 bis 10 Euro sind, um da was Fettes für 0 Uhr zu haben. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier für die Wolfblood entschieden, weil die ein 25 mm Kaliber hat und sehr schön ist. Hat natürlich eine relativ kurze Brenndauer, aber wie gesagt, dafür eine sehr, sehr fette Batterie. Man kann dann aber auch hier die Guardian kaufen, die ist hier unten. Oder man kann auch die Parzival kaufen, wobei die ist sehr, sehr langsam. Beziehungsweise, ja, langsam nicht, aber langweilig. Eine ganze Minute brennt die dafür aber. Dafür halt ein deutlich kleineres Kaliber. Und sonst kann man hier auch noch, wie gesagt, nee, das kauft ihr bitte nicht. Das sind nur die 100 Schüsse, die eignen sich nicht so für 0 Uhr. Aber hier die Mystic Moments könnte man sich noch kaufen. Und sonst, was gibt es noch für 10 Euro? Eigentlich nichts an Batterien, was so unter 10 Euro ist. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, was ist denn dann die 100 Euro Einkaufsliste? Das ist ganz einfach, und zwar legen wir da einfach den Sky of Diamonds Verbund noch oben drauf. Der kostet normalerweise unter anderem Namen, ich weiß nicht mehr, ich glaube, da hieß der, fällt es nicht mehr ein, ist auch egal. Unter anderem Namen kostet der aber um die 120 bis 140 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist halt wirklich, wie gesagt, ein richtig dickes Ding. 1,4 Kilogramm Pulver. Für 50 Euro kenne ich keinen Verbund, wo man so günstig so viel Pulver drin hat. Natürlich, das Pulver sagt nicht alles aus, aber es sagt schon relativ viel aus, wie gut und wie dick die Effekte sind. Und das ist dann wirklich was, was man dann echt um 0 Uhr zünden kann. Ich habe mir auch schon Videos davon angeschaut.
Wenn ihr übrigens das gesamte Prospekt von Aldi Süd sehen wollt, dann schaut doch mal in der Beschreibung vorbei. Da habe ich euch mein Prospektvideo von Aldi Süd nochmal verlinkt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber wie gesagt, hier der Verbund wird richtig, richtig dick sein. Und dann kann ich den auch nur empfehlen. Wie gesagt, in der Beschreibung seht ihr dann auch nochmal mein Prospekte-Video vom Aldi Süd Prospekt. Und dann war's das. Viel Spaß beim Einkaufen jetzt die nächsten Tage und bis zum nächsten Mal.